Moving forward, I have a key. Na gut. Das Halsband, der Hals, der Galgenstrick, oh, welch Fanfare. Die Times beschreibt es als schönes Ereignis, das Fahnentuch erstreckt sich ganz. Ganze Straße weit und was Fanfare blies, ein stolzer Tag für den Fisch. Ich glaube, ich lasse es lesen heute einfach bleiben. Bin nicht mehr in der Lage zu lesen, ey. Licht. Oh, schon wieder Telefon. Erstmal Licht einschalten. Also ich glaube, da telefoniert diese komische Maschine gerade mit uns, jawohl. Was ich ein bisschen verstörend finde, dass eine Maschine mit uns telefoniert, aber egal. Hat ein Hemd im Schreibtisch. Ja. Andererseits, was wäre, wenn sie aufrecht stehen, wie Menschen laufen könnten? Was, wenn das Bestialische demzufolge im Zaun gehalten werden könnte? Würden sie singen? Würden sie ihren eigenen Gott finden? Ich habe diese Dinge gesehen und meine Antwort lautet ganz klar, nein. Nein, würden sie nicht. Einen ihnen aufgezwungenen Gott würden sie bereitwillig die Treue schwören. Und dem Huldigen, darin, so wurde mir gewahr, unterscheiden sie sich nicht von der Masse, sie sind uns äußerst ähnlich. Ist diese irreversible Schwelle erst einmal überschritten, werden unsere Fesseln zu eng und wir müssen freigesetzt werden. Zum Befreien der Menschheit zerschneiden wir den Menschen. Zum Überwinden dieser großartigen Entwicklungsgeschichte muss sie zuerst auf den Boden gemalt werden. Okay, sehe ich auch so. Langsam wird es immer psychopathischer hier drin. Aha, eine Frau und ein Schwan oder eine Gans oder eine Ente. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Und mal wieder eine Toilette. Na dann. Ein Badezimmer, pardon. Hallo, Cheru. Cheru. Die Uftür, die Uft. Oh. Nett. Okay, du hast gute Professionelle, ne? Okay. Zur Bändigung des Produkts. Noch vor der Initiierung des Vorgangs wenden wir das neueste chemische Wissen in Form niedriger Dosen eines Laudanum-Derivats an. Das bedeutet, dass wir sie aus ihren Käfigen in eine Reihe stellen, das schleifen, denn so geraten sie in geringerer Wahrscheinlichkeit in Panik und beschädigen Maschinenkomponenten, andere Produkte oder sich selbst. Dieser Förderbandschnitt ist gummibeschichtet und wird zur Beibehaltung guter Laune entsprechend beleuchtet. Wir haben außerdem herausgefunden, dass die strategische Platzierung von Grammophonen und einfachen akustischen Verstärkungsrohren und um die Reihe herum die Berührung des Produkts mittels Musik ermöglicht. Debussy erachten wir diesbezüglich als besonders effizient. Okay, Musiktherapie, auch nicht schlecht. Geh weg, geh weg, geh weg. Geht nicht. Geht halt nicht. Auch nicht. Auch nicht. Schön. Du bist oft aber ein bisschen Ventil. Ich hab's genau gesehen. Nein.
Ja, Untersuchungskasten, okay, der Weg ist nun klar. Chemisch scheint ein Teil des großen Komplexes zu sein. Ja, Fabrik, Arbeitskraft. Die Lebenszeit ist klar, so, ob sich jemand bemüht hat, die Illusion einer Funktion in der Fabrik zu kreieren, aber wenn man diese Fassade genauer steht, erkennt man sie eindeutig als Fälschung. Dennoch muss man echt beiseite legen. So ein Behalten. Vom Berg. Es scheint eine Art Tankstelle zu sein. In den Fabriken von Herrn Jaham und Herrn Simon habe ich schon Automobile gesehen. Aber der Geruch passiert auch nicht. Das ist definitiv kein Rohbenzin. Da bin ich mir sicher, alle Zeichen deuten darauf hin, dass diese Maschine auf irgendeine Weise bedeutsam sein muss. Okay, wenn du das sagst, dann glauben wir dir das einfach mal. Gut, hier komme ich nicht weiter. Ah. Muss ich mal kurz gähnen. Die Schwein. Yay. Na egal. Lassen wir die Schweinehälfte zufrieden. Oh, das geht zwar auf. Ah. Och komm, stellt euch vor, sagen sie, eines Tages wird eine Maschine wie ein Mensch denken können. Als ob das wünschenswert wäre. Fast könnte man damit prahlen, einen Menschen geschaffen zu haben, der sich wie ein Schwein vermehrt. Männer und Frauen auf allen Vieren, die sich gedankenlos paaren und ihre schmutziges kleine kleine Sperma sind, schreiben, auf die Straße ejakulieren. Die Gassen. Gassen und Gossenquellen fast über vom stumpfsinnig verspritzten Produkt ihrer Vereinigung. Die Luft schwärmt mit ihrem lustvollen Gewimmer, Körper überströmt mit ihren eigenen Absonderungen. Wir haben eine Welt geschaffen, in der Männer derart minderwertig sind, dass die Passanten mit ihrem Samen besprühen. Dennoch ist dies der Zustand, den Mamadj anstrebte. Bedünk. Nein, dies ist nicht die Maschine unserer Vorstellung. Solch ein Wesen sollte nichts weniger als eine Gottheit sein. Wir würden vor ihm auf die Knie fallen, ihm huldigen. Wir sollen Götter nicht zum Streiten, zur Unzucht treiben schaffen. Vielmehr werden sie existieren, um die Welt zu reinigen und uns zu befreien. Ich lehne Babaji, fick dich ins Knie ab, wie ich diese Regierungsmänner ablehne. Sollen die Schweine doch so lange in der Gosse kopulieren, wie sie möchten, denn schon bald werden wir sie ins Grab nehmen. Ja, du mich auch. Das Spiel verstört mich jetzt irgendwie immer mehr. Weiß nicht, verstört euch das Spiel genauso wie mich, ja? Interessant. Kein Werkszusammen für Fremde. Beim Pförtnerhaus. Okay. Bin ein Fremder, ich darf nicht ins Werk. Boykott, weg mit dem Schwein, ich steig von unseren Straßen. Mannesfabrik muss schließen. Okay. Wenn ihr das sagt, ihr werdet es schon wissen. Die Kirche scheint mit dem Werk verbunden zu sein, wie merkwürdig. Dennoch weist sie mir angesichts der geschlossenen Türen um die Tankstelle um einen weiteren Weg in den Hauptteil der Einrichtung. Der Laster steht mir aber im Weg. Fast scheint es so, als ob der Saboteur gewusst hätte, dass ich diesen alten antiken Eingang in Betracht ziehen würde. Komm schon, Papa. Let's climb this one. I can see more pictures at the top. Hatschua, Hatschua. Ich glaube, das kann ich nur eine halbe Stunde machen. Ich glaube, da tut sich trotzdem nichts. Viel zum Plan, das verdammte Terminplan haben wir selbst einfach so ausgedrückt. Die Flucht ist neumodisch eingeschafft, unsere bruchteile Strecke bei des alten Gauers, bevor ich den Stink gesehen habe. Du sagst, dass das schon in Ordnung wäre, um uns außerhalb der Verregelung Pumpe Plan gäbe, aber du darfst man den Flug nach vorne nächsten Pumpe schleifen und ihn dort auffüllen. Im Lagerraum ist wieder der Egal zum Teufel, der wird genug gefüllt heute Nacht. Ich bitte dich, egal, dass du mir Schuhgang schließen für deinen Friedhof bräuchte. Ja, ich brauche den aber. Tut mir leid. Ich muss da rein. Lass mich durch. Dann bist du fett. Na egal, dann laufen wir erstmal weiter. Oh mein Gott.
wie rote Augen, die mich anstarren. Was bist du? Na, das ist ein Behälter. Treibstoffpumpe passt nicht zu den Verstümmeln, die selber denken kann. Aber vorbeiläufig werde ich nochmal diese 14 verschiedenen Menschen skippen. Okay. Werden wir doch mal gucken, ob ich mit dir was anfangen kann. Kann ich dich hier auch irgendwie... Bäb. I'm überfordert, I'm überfordert. Nee. Schauen wir mal. Ich dich da drin brauche, komme ich da überhaupt noch mal rein? Verändert. Juhu. Yay. Juhu. Das hört sich gar nicht gut an. Ich muss fliehen mit diesen Bildern sein. Oh Gott. Run, bitch, run. Mein Gott. Stimmt, hier was machen wir da hinten? Aha. Oder was? Nö. Doch, ja, sehr gut. This way, Papa. Come and see. Will it hatch? Can we take it home? Yes, my darlings. Of course we can take it home. Will er rein? Darf nicht, gut. So. Vieh und Bibel. Oh je. So. Ich saß hier ganz in schwarzen, betraut und beige und mit denken. Häupte, oh Gott, was hast du, wie ich ihn verschmähte, wenn dies unterhalb, dieses Schwein, das mir meine Frau gestohlen hat, flüchtig sind. Lieber, ich werde von so einem neuen Gott schaffen, welch Wahnsinn, dass es von euch gewesen bin, hätte ich solche blasphemischen Delirien in mir bewahrt, ich wäre dem Untergang geweiht. Du selbst hier für dich die Maschine unter dem Steinfluss dahin, Mann, und ich weiß, dass ein Weg auf mich wartet. Ja, okay. Speichern und beenden, ja. Das reicht mal für heute, würde ich sagen. War ja ganz lustig, aber man muss es nicht gleich übertreiben. Jo. Genau. Genau.